Okay. Wie geht's dir denn? Du bist Mir geht's gut. gestresst, ne? Nein, ich habe nicht gestresst, aber ich bin halt am Umziehen und ihr wisst ja, wie das ist. Da Ja. ist immer viel Action und man ist einfach auch dann K.O. am Ende vom Tag. Ja. Und ich habe heute noch ein bisschen was vor. Ich muss noch einen Rap aufnehmen und Ah, ja. gehst du noch ins Studio, oder? Ja. Ach so. Wo nimmst du auf? Also ich gehe nicht ins Studio, weil ich habe ein Home-Studio. Ich mache alles selber bei mir zu Hause. Okay, krass. Ja, aber ich muss ja trotzdem noch den Beat reinladen und die ganzen Spuren und so weiter und so fort. Ne? Ist ja trotzdem mit ein bisschen Action verbunden. Ja, aber hast du denn jetzt soweit alles mit dem Umzug geregelt oder ist bis jetzt schon oder dauert das noch ein bisschen? Ich glaube, in einer Woche oder so habe ich es dann geschafft. Ich Ja. sitze immer noch hier in meiner alten Küche, damit du Internet hast. Ach, krass. So, ich kann mal kurz eine Runde schwingen. Hier ist Wann alles. ist Übergabe? Ja, Ende dieses Monats erst. Also es ist alles noch gechillt. Okay. Ja, nice. Ja. Sehr schön. Ey, die Leute haben sich auf jeden Fall übelst auf dich gefreut, als ich gesagt habe, dass du hier zu Gast bist. Die wussten auch gar nicht, wo die Connection herkommt. Wir haben halt einen gemeinsamen Bekannten und mit dem habe ich letztens Kontakt gehabt. Und da dachte ich mir so: Stimmt, der hat doch immer erzählt hier, Kitty Cat hier, Kitty Cat da, beim Umzug geholfen und Kumpeline so mäßig. Und da habe ich mir gedacht: Ja. Frage ich dich einfach mal an. Und da hast du zu meiner Überraschung einfach ja gesagt. Wusstest du Na denn, klar. hast du denn schon mal irgendwas von mir gehört oder wusstest du überhaupt, wer dich dafür was anfragt? Ja, also ich habe ja schon viel mit Stefan gequatscht. Stefan, peace out. Ja, Grüße an Stefan. Nee, also er ist auf jeden Fall ein sehr gesprächiger, gemeinsamer Kumpel. Deswegen weiß ich auch Ja. schon sehr viel über dich. Ja. Und wir haben auch mal im Internet geguckt und er hat mir auch so ein paar Sachen über dich erzählt, die ich krass finde, wegen Plattendeal, Versprechungen und so weiter und so fort. Also ist schon krass die Szene und wenn man alles so kennt, wa? Ja, das auf jeden Fall. Jetzt erzähl doch mal. Also, gibt bestimmt auch ein paar Leute unter uns, die dich noch nicht kennen. Wie willst du dich? Jemand, der dich nicht kennt, kurz beschreiben. Was machst du? Wer bist du? Weil da kann man auch immer schön viel rauslesen nach dem Motto, hält eine Person übertrieben viel von sich oder ist sie eher humble oder was? Also wie würdest du dich jemandem beschreiben, kurz, der dich nicht kennt? Puh, also erstmal, mittlerweile bin ich 38 Jahre alt. Ein Jahr Das älter als ich. heißt, seit ich 12 Jahre alt bin, Rap. Also 26 Jahre mache ich jetzt Das krank. Hip-Hop, Rap. Ich schreibe alles alleine und ich mache auch Beats und produziere auch andere Künstler und baue die auf. Ich bin halt voll keine hundertprozentig Rap mit dem ganzen Gedöns aufgewachsen. Man ist mit 15 von der Schule gekommen und hat halt gehört, dass Biggie auf einmal erschossen wurde und Tupac. Und man ist halt wirklich so mittendrin gewesen, mit dem ganzen Zeug aufgewachsen. Ich habe auch todes viele CDs und das ist einfach meine Passion, Musik und Rap. Und ja, das mache ich jetzt im Endeffekt seit 26 Jahren. Zwischendrin habe ich meine Bankausbildung gemacht. Also ich bin Bankkauffrau, Ach Quatsch. aber ich will damit nichts am Hut haben. Ich habe das so meinen Eltern zuliebe gemacht, dass ich einfach eine Ausbildung mache. Aber ich wusste, seit ich 12 Jahre alt war, dass ich Rapperin werden will. Und das habe ich auch durchgezogen bis heute. Das ist heftig. Also erstmal Hut ab dafür, auf jeden Fall seinem Leben einfach einer Musikrichtung zu widmen oder also Hip-Hop generell so zu widmen. Aber als Alles Samurai. zwölfjähriges Mädchen, so, da hat man ja eigentlich andere Probleme als Rhymes zu schreiben. Ja, aber ich bin halt, ich habe irgendwie den Mickey Mouse Club geguckt und dann kam da Salt and Pepper. Ich frage mich bis heute, was die da gesucht haben. Geld, Aber wahrscheinlich. ich habe da diese drei Mädels gesehen und dachte so, wow, was machen die da? Weil die haben halt nicht Krass. gesungen, sondern gerappt und da bin ich erstmal darauf gekommen, dass es Rap gibt und dann haben so die Leute in meinem Freundeskreis eben so Cypress Hill, Warren G, Snoop Dogg, so diese ganzen Sachen kamen halt dann, du kamst von der Schule nach Hause und auf MTV lief halt Hip-Hop so Ja. Wo und bist du deswegen aufgewachsen? In welcher Stadt? in Augsburg und Okay. in Bayern Ja. sozusagen. Also ich bin in Berlin geboren worden, aber meine Mutter und mein Vater sind
als die Mauer noch war, in den Westen gegangen, weil die keinen Bock auf Osten hatten und dass ich da aufwachse. Und deswegen bin ich halt im Endeffekt so München, Augsburg aufgewachsen. Und mit 21 habe ich da meine Sachen gepackt und bin wieder nach Berlin zurück und habe mir alles von alleine aufgebaut. So. Meine Mutter war nicht happy, dass ich meine Bank, also dass ich da nicht weiter arbeiten wollte. Glaube ich. Die meinte, okay, haust du rein, mach dein Ding. Und von da an habe ich eben mich selber aufgebaut. Und 3 Jahre später hatte ich dann einen Platten-Deal bei Agro Berlin. Ich habe mir auf jeden Fall so in der Underground-Szene so ein bisschen meinen Namen gemacht über Mixtapes und so. Aber Und dann. erzähl mal, ich meine, wie läuft das ab? Du fängst mit 12 an, ziehst das ein paar Jahre durch, bist voll auf dem Film, voll im Film nach dem Motto, ich will das, und du hast wahrscheinlich auch positives Feedback bekommen, weil rappen kannst du ja, ne? Und in Ja. Augsburg ist ja jetzt nicht so das Hip-Hop-Mekka, ne? Deswegen hast du dir gedacht, Also mit es ein. war eigentlich schon sehr, sehr Hip-Hop-Mecker, in Anführungszeichen, weil wir hatten halt in Augsburg, das ist eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, aber wir hatten 3 Army-Kasernen und ich Ah, bin halt okay. dadurch, seit ich 12 war, auch, also wir hatten ganz viele amerikanische Kids in unserer Clique. Und wir hatten auch so ein deutsch-amerikanisches Volksfest und eine PX, wo die uns immer mit hingenommen haben. Okay, Also krass. Augsburg war eine sehr amerikanische Stadt, bis die abgezogen worden sind. Das war Okay. so, als ich 18, 19 war. Ja, nice, ey. Das heißt, GIs, das heißt, die ganzen, den neuesten Scheiß aus den Staaten, habt ihr alle da gehört? Genau. Also Krass. wir waren wirklich immer versorgt. Wir haben auch immer unseren Leuten Geld mitgegeben für PX, damit die uns billig Nike-Schuhe oder Levi's-Hosen oder irgendwelche Snacks mitbringen. Und wenn man halt einen amerikanischen Kumpel hatte, dann konnte man ja mit denen einfach dann in der PX einkaufen. Und also das war wirklich sehr, Was sehr ist PX? amerikanisch, Was ist Augsburg. PX? PX ist das amerikanische Karstadt für die Army-Leute. Da bekommen die einfach alles, was du dir vorstellen kannst, von Klamotten bis Essen, bis was man halt alles braucht. Die So. Army-Leute, die haben ja nur auf der Base, auf der Army-Base haben die halt meistens irgendwie, was weiß ich, halt irgend so ein amerikanisches Fast-Food-Ding, so Popeyes oder Taco Bell oder sowas. Und dann haben die noch vielleicht so ein Food Court, wo die halt einkaufen können. Aber dann gab es halt immer noch außerhalb von der Army-Kaserne, gab es immer, wie gesagt, dieses PX. Das war so 3-4-stöckig groß, das Haus. Und da gab es unten halt die S-Area und dann oben fing es halt an, wie gesagt, mit den ganzen Geschäften und so. Und es war halt wirklich. Also du hattest das Gefühl, du warst in Amerika. Und die sind ja auch alle da mit ihren Amikanen rumgefahren. Und wir hatten so viele Kentucky Fried Chicken in Augsburg, bestimmt auch wegen denen. Meint man gar nicht, krass. Ja, Habe ich gar nicht auf dem und Schirm gehabt. komplette Haus, so Housings hießen, so Areas außerhalb von den Kasernen, wo die gewohnt haben. Und dann hatten wir in Augsburg auch noch den größten Club eigentlich so in Süddeutschland. Der hieß, oder ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, der hieß Sound Factory. Und da sind die halt von Ulm, von Stuttgart, von Frankfurt, München, überall Ey. sind die halt alle nach Augsburg gekommen, um da in diesen Club zu gehen. Der war dreistöckig, riesengroß. Okay. Und Ja, gut, ja, dann nehme ich das mit dem Hip-Hop-Mecker dann mal wieder zurück, ne? genau, also Und Pfeffer, so ein Spaß, ja. aber wirklich, Augsburg war schon eine sehr, sehr krasse Hip-Hop- Ja, oder nice. urbane Stadt, nennen wir es mal so, ja. Und dann bist du, obwohl das da auch so nice war, hast du dir gedacht, ich muss nach Berlin. Wegen Connections oder weil du einfach wusstest, okay, hier ist Hip-Hop-Hauptstadt. Ja, also damals gab es ja, ich weiß gar nicht, ob es damals schon YouTube gab. Auf gar keinen Fall. Bin mir nicht YouTube gibt es doch erst sicher. seit Aber vier oder damals fünf, gab sechs. es ja noch das alles nicht. Weißt du, du warst ja in Augsburg, warst du ja hinterm Mond im Endeffekt. Heutzutage ist es egal, in welchem Dorf du sitzt. Wenn du YouTube hast und eine Kamera, dann bist du halt am Start, so Social Media mäßig. Aber damals, da musste ich nach Berlin. Und ich habe damals halt auch, findest du noch Casey the Rookie von früher? Ja, kenne ich. Ja, und mit ihm und seiner Freundin war ich halt befreundet und er hat mir halt dann hier voll viele Connections gemacht zu Leuten, dass ich halt an ordentliche Beats rankomme. Und der hat mir halt Paul Nizza vorgestellt, ein sehr krasser Produzent, der von Sido bis, was weiß ich, der arbeitet mit allen halt zusammen. Und mit ihm habe ich dann 2, 3 Jahre lang Mucke gemacht.
Und Und wie, auch. bist du dann hier so auf so in so Cyphers einfach reingesteppt oder was auch in Berlin? Nee, ich war immer so. Ich glaube, die Leute waren damals mit mir überfordert, weil ich war wirklich so eine krasse Rap-Maschine, weil ich war ja, wo ich dann wirklich hier angekommen bin, war ich so mit 22, 23. Du musst dir vorstellen, ich habe 10 Jahre für mich allein Raps geschrieben. Ich war voll Ja. mit 16 Takten und ich werde nie Krass. vergessen, wie wir mal im Lietzenseepark haben wir uns mal getroffen. Da waren so 15 Jungs und ich war das einzige Mädchen und dann haben die so gesagt, rap mal jeder so seine 16 Takte und Ja. dann habe ich halt da gerappt und danach meinten die halt, ja, rap doch noch mehr und ich habe immer noch einen 16er gehabt und die Jungs hatten, die hatten schon, die waren schon längst alle und ich habe Ja. nicht mehr aufgehört zu rappen. Bis dann Megalo alle erlöst hat, der ist ein bisschen zu spät gekommen und da hat dann auch noch ein paar Dinger gekickt, aber diesen Tag am Lietzenseepark werde ich nie vergessen, wie ich einfach. Von Ich habe Megalo auch nicht mehr dabei. aufgehört, weil ich einfach voll damit war, so weißt du, bis zu diesem Ja, Zeitpunkt. Und dann musste du ich bist das auch. wahrscheinlich maximal ready und heiß hier in Berlin angekommen und konntest wahrscheinlich kaum Genau. erwarten, deine Sachen da Ja. loszuwerden, ne? Genau. Und das hat sich auch in Windeseile rumgesprochen. Also, ich habe ja dann so Underground-Mixtape-mäßig erstmal angefangen und habe mit Frauenarzt und Boogie und solchen Leuten Ja. so richtige Gangster-Tracks Der war auch letztens hier hier. Frauenarzt war auch gemacht. letztens hier. Grüße an Frauenarzt auf jeden Fall. Und Grüße an Boogie Ja, auch. auf jeden Fall. Shoutout auch an Boogie, genau. Und das sind halt so meine Anfänge, richtig so mit diesen Straßen-Mixtapes. Und dann kam halt irgendwann durch Paul Nizza, Flair und Sido und Spector und so ein Studio. Und so kam halt dann auch die Connection mit Akko Berlin, dass sie dann meinten, so, du bist dope, hast du Bock, unter Vertrag zu Ja, kommen. So. und was hast du, wie hast du das, hast du hier noch nebenbei gearbeitet oder wie hast du denn das, ich meine, du ziehst nach Berlin, aber hast du dann hier irgendwie gejobbt oder hast du, ich meine, du hast ja nicht direkt mit Rap Geld verdient, oder? Nee, ich habe erstmal so gejobbt, so 1,5 Jahre lang und dann habe ich mich wirklich entscheiden müssen, ob ich jetzt arbeite oder wirklich das mit der Musik durchziehe. Und dann habe ich mich halt für Musik entschlossen, weil ich dachte, jetzt oder nie. Ja, und dann wurdest du bei Argo gesigned und dann kam, das ich meine, das Label. Das heißt, gab es dann schon damals einen Vorschuss einfach für ein Album oder haben die. Nee, ich habe einen 5-Jahres-Vertrag bekommen. Ach du liebe Güte. Ich habe einen 5-Jahres-Vertrag bekommen und wurde von den 5 Jahren 3 Jahre lang versteckt und hatte auch zum Ende wirklich Bock, da einzulaufen und richtig Terror zu Aber machen, wie haben die weil das ich da überall. gerechtfertigt? Die haben immer irgendeinen Grund gefunden. Die haben mich von Woche zu Monat zu so verschoben und dann habe ich irgendwie aufgehört auch zu buffen, weil ich mir gedacht habe, so, du hast jetzt einen Plattenvertrag, du willst alles richtig machen und dann passiert da aber nichts und dann habe ich irgendwie so ein bisschen zugenommen und dann hieß es, ja, du musst erstmal 10 Kilo abnehmen in den nächsten 3 Monaten, sonst wird es Krass. nichts und dann krass Fitness gemacht und innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, 15 Kilo abgenommen und ich war so eine Heftig. durchtrainierte Maschine dann und dann kam aber das Album immer noch nicht raus und dann dachte ich so, was zum Henker, was muss ich noch machen, dass ich endlich an den Start komme und es hat wirklich dann 3 Jahre gedauert, bis ich dann kurz davor war zu explodieren und dann hat Sido mich mit auf ein Konzert genommen. Im Postbahnhof, am Ostbahnhof und ich werde es nicht vergessen, ich habe mir so eine Katzenmaske im Sexshop besorgt und dann bin Ja. ich da auf die Bühne gegangen und habe meinen ersten Auftritt sozusagen gehabt. Und wie war der? Ja, war crazy, weil die Leute halt logischerweise gar nicht damit gerechnet haben, die sind ausgerastet, die Chefs waren auch da, die fanden das gar nicht cool, aber ich habe es halt einfach gemacht. Ja, in Zusammenarbeit, also in Absprache mit Sido wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und dann haben die aber nicht gesagt, guck mal, wie die Leute abgegangen sind. Die hat hier alles zerfetzt. Ey, das müssen wir jetzt. Jetzt können wir den Mythos hier. Nee, weil das war dann kurz davor, bevor sie Aggro Berlin zugemacht haben. Ach du Sie haben doch Scheiße. dann am 1. April 2009 haben sie doch dann einen Grabstein, wo ein Skelett Fickfinger rausgeguckt hat, gepostet. Ja, ist ein mieses Timing, Und so ne? haben wir alle dann davon erfahren, dass Aggro jetzt zumacht. So, das wussten wir alle nicht. Und was hast du danach gemacht? Ich und Sido sind von Universal übernommen worden. Okay, krass. Und dann habe ich mein erstes Album im Endeffekt über Universal gedroppt. Dann ging Ja. es los bei mir.
Ja, erzähl mal, du erzählst das so, als wäre das das Normalste von der Welt wäre, aber keiner von uns, die hier im Chat sind oder ich oder so, wissen ja, wie das Gefühl ist, einfach bei einem Major-Label reinzusteppen und dann hauen die einem Zahlen und Bedingungen um die Ohren oder sagen so, ja, wir hätten sie gern oder wir hätten dich gerne, wir haben das und das vor. Ist man da nervös oder denkst du dir so, ja, wird doch mal langsam Zeit, ey? Nee, also das habe ich mir natürlich gedacht, dieses wird auch mal langsam Zeit. Ich war einfach todesready, da rauszugehen. Und für mich war das auch so, dass ich wirklich Jahre zuvor mal vor Universal stand und einfach die Augen zugemacht habe und mir gewünscht habe, dass ich irgendwann mal unter Vertrag komme. Ja. Und dann hat es funktioniert, Jahre später. Und deswegen dachte ich so, das ist alles einfach Bestimmung und alles soll so und kommt so, wie es kommen soll. Und seitdem glaube ich auch einfach daran und stress mich auch nicht mehr. Und klar ist es krass gewesen. Die wollten auch natürlich dann so eine bestimmte Kitty Cat. Ich habe halt in der Zeit, wo ich unter Major Labels unter Vertrag war, konnte ich nie hundertprozentig ich sein. Ich wurde immer in eine Schublade reingedrängt, von Agro in diese Sex-Rap-Schublade, von Universal in die auf die Fresse Straßenrap-Schiene. Und ich habe dann meinem zweiten Album gesagt, lass mich aus dem Vertrag raus, ich will nicht mehr, und habe mein eigenes Label aufgemacht, Deine Mama Records, und seitdem Ja. habe ich keinen Vertrag mehr unterschrieben. Nice. Selfmade, selfmade. Aber was hättest du denn am liebsten gemacht zu der Zeit? Was ist die Kitty Cat gewesen, die in deinem Kopf war? Ich war immer so eine, ich mochte immer so emotionale, immer so emotionalen Hip-Hop. Ich bin sehr viel auch, also ich habe sehr viel Frankreich-Rap auch damals schon gehört und war auch, also ich habe, glaube ich, mehr R&B-CDs als Hip-Hop-CDs. Ich bin halt eigentlich so eine gechillte und versuche meine gechillte Stimme auch zu nutzen, um mehr so in diese emotionale Richtung zu gehen, und dieses immer auf die Fresse-Rap, das war gar nicht hundertprozentig ich. Das ist zwar auch eine Art von mir, wenn ich wütend bin oder in Partylaune oder gerade crazy drauf bin. Klar, dann kommt diese Kitty Cat, aber diese Kitty Cat ist nicht nur so. Ich habe auch andere Facetten, und die Facetten, die konnte ich halt damals nicht zeigen. Ja. So, dann hieß es immer, nee, das ist viel zu erwachsen und viel zu dies und das und braucht kein Mensch. Und ja, es war gar nicht so einfach, sich da immer so zu beweisen, weil man war halt so die kleine Kitty Cat bei dem großen Universal, und wenn die sagen, nee, das funktioniert nicht, dann ist es halt schwer, wenn du noch nicht, wenn du noch kein Album rausgebracht hast, denen zu sagen, nein, das muss so und so und so sein. Das ist halt schwer gewesen, da mit Universal-Eiern mitzuhalten. Und dann hast du aber, dann bist du da raus nach 2 Jahren und hast deine Mama Records eigenes Label gemacht. Und wie kann man sich das Genau. vorstellen? Geht man dann, meldet man sich dann, also muss man dann, geht man dann zum Amt? Ich meine, das ist ja ein kleines Business. Nee, ich hatte damals jemand, der hat für mich gearbeitet und hat das alles erledigt, so mein Manager im Endeffekt, und ich musste dann nur noch bestimmte Sachen unterschreiben, und dann war das am Start. Okay. Ja. Hier schreibt gerade jemand im Chat, schreibt Kitty immer noch für andere Songs die Charten? Bist du auch Ghostwriterin oder was? Was heißt Ghostwriterin? Also die machen da eigentlich kein Geheimnis raus, die Leute, dass ich mit denen arbeite. Ich arbeite mit Glasband, spiel. Ich habe für Yvonne Katterfeld einen Song gemacht, der hat auch 13, 14 Millionen Klicks auf YouTube. Ach, du liebe Güte. Der heißt Lieber so. Also ich finde, den hat sie auch wirklich geil, geil gesungen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ja. Ich habe sogar eine Single für Vanessa Mai gemacht vor ein, zwei Jahren. Mittlerweile habe ich so ein, zwei Künstler aufgebaut, eine Rapperin und einen Rapper. Und es kommt auch irgendwann, und konzentriere mich halt wirklich gerade auf mich, weil das Songwriting hat mich ganz schön abgelenkt von meinen eigenen Ja, Sachen glaube eben. ich. Aber Ja. seit wann hast du denn angefangen, Ghostwriting zu betreiben? Schon, glaube ich, mit 26. Ich habe auch gerade die Zeit, wo Agro Berlin mich noch versteckt gehalten hat, habe ich genutzt und habe eben Songwriting-Camps gemacht, weil man
also seine Texte selber schreibt, dann hat man meistens einen Verlag, einen Verlagsdeal, und dieser Verlag, der connectet dich dann mit anderen Writern und Ja. anderen Produzenten, und dann gibt es da immer sogenannte Songwriting-Camps, und da sitzt man dann halt zu zweit, zu dritt, zu viert und schraubt an Songs den ganzen Tag, und die verkaufen halt an die Verleger, an die Plattenfirmen oder Künstler oder ja, und so habe ich halt im Endeffekt so dann relativ schnell mit Glasperlenspiel angefangen, und vom ersten Album ab bin ich eigentlich bei denen mit im Boot gewesen. Auch Ja. dieses geile Leben habe ich auch mit dran Ich gearbeitet. finde die voll nice, ey. Deswegen, also ich bin halt Vollblutmusikerin. Alles Ich sind Sachen persönlich dabei. habe diese Kitty Cat eben aufgebaut und mache da halt Rap und Hip-Hop. Das ist so meine Passion, aber generell liebe ich Musik und schreibe halt auch voll gern Balladen. Und ich kann auch einen Schlagersong schreiben, wenn es hart auf Ja. hart kommt. Das ist alles kein Ding. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe eine Schlagerkünstlerin auch. Ja. Wie unter deinen Fittichen oder einfach oder Ja, doch, mit der habe ich jetzt die ganzen letzten Alben gemacht. Die heißt Madeleine Villas. Das heißt jetzt nicht krass. keine Helene Fischer, aber Ja. Madeleine macht auch ein bisschen Faxen in der Aber Schlagerbranche. das ist heftig, ey. Was ist denn da mit dem künstlerischen Anspruch? Ja, also das ist halt anders als ein Rap schreiben, ne? Also mit Ja. Madeleine habe ich in 2 Tagen ihr komplettes Album Ja, geschrieben. das glaube ich Das dir. ist halt ganz anders, wo es viel Krass. weniger Wörter, und wenn Ja. man halt so wie du und ich so krass mit Wörtern rumjonglieren kann und auch so viele, du weißt ja, 16 Takte, gerade wenn man schnellen Flow hat, wie viele Wörter musst du benutzen? Und im Schlager schreibst du 4 Zeilen, dann kommt schon der Refrain. Ja, ich kann das jetzt zum Beispiel gar nicht. Also ich habe ja musikmäßig habe ich glaube ich drei oder vier Songs oder so gemacht. Die waren aber mehr schlecht als recht. Also auf jeden Fall im Auge der Öffentlichkeit so. Ja. Ich könnte jetzt 16 Takte zerfetzen, so wie du. Könnte ich glaube ich gar nicht. Aber klar, Texte schreiben, wo man keine Ahnung, wo man die ein bisschen Anspruch oder die schwierig sind einfach vom Versmaß her. Und dann hast du natürlich dieses enge Korsett da beim Schlagerding. Das ist krass. Ich mach nämlich auch Ghostwriting, aber also jetzt natürlich nicht auf so einem Level, weil Yvonne Katterfeld ist natürlich, das ist natürlich krass. Ja, also das, was du machst, ist bestimmt auch krass. Also das ist halt was, eine andere Nummer, ist halt typisch Pop. Ja, aber Aber es voll, kannst du voll glücklich schätzen, dass man in sowas reinkommt, weil das ist ja auch monetär auf jeden Fall von Vorteil, wenn man für solche Leute dann halt was macht. ja, deswegen, also von Kitty Cat allein hätte ich nicht die ganze Zeit überleben können. So, ich habe mir halt was aufgebaut, wo ich mich halt als Künstlerin so über Wasser halten kann, und mir geht's gut, und ich brauche aber jetzt auch nicht ein Nummer eins Hit nach dem anderen. So, ich bin jetzt Ja. nicht so, dass ich so, keine Ahnung, so total übertrieben so versuche, überall reinzukommen, mein Zeug zu platzieren. Wenn jemand Songs möchte, dann schreibe ich mit denen, und wenn ich die feiere, dann müssen die auch nicht super berühmt sein. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, Ja. der Künstler und ich verstehen uns, und ein bisschen Cash kommt rein. Ja, aber meinst du nicht vielleicht wie soll man das jetzt sagen? Dieses Selbstlose, dieses nicht egozentrische, hat dich das nicht im Endeffekt auch ein bisschen daran gehindert, komplett durchzustarten so? So ein richtig krankes Künstlerego hätte ja vielleicht auch dazu führen können, dass du, keine Ahnung, noch mehr im Auge der Öffentlichkeit irgendwie Nee, wärst. also bei mir ist es so, ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. So, das ist so das Ding, ne? Ich habe das so halt zur Agro-Berlin-Zeit, wo ich dann wirklich meinen Hype hatte und auch mit Sido viel unterwegs war. Ich habe da so einen Negativschock bekommen, weil ich einfach gesehen habe, dass Sido, auch in der Zeit, wo ich mit ihm war, dass wir nirgendwo hingehen konnten, ohne dass da, egal, ob sei es nur eine Tankstelle gewesen, egal wo man hingegangen ist, ich und er konnten nicht mal irgendwie uns kurz ans Wasser setzen, ohne dass da Leute gekommen sind. Und Ja. ich habe halt dann auch gesehen, dass er überall sein Security mit hinnehmen muss, und der kostet ja auch jeden Tag was, weißt du, und die Ja. sind auch nicht billig. Und dann ist mir einfach klar geworden, dass wenn du so mega berühmt bist, dass du halt einfach so viel aufgeben musst in deiner Freiheit und immer genug Geld haben musst, damit du dir deine Security leisten kannst, damit du dir dein gutes Auto, deine gute Wohnung, dies, das. So, das ist schon auch Stress, einfach auf diesem Level zu leben. Ja, glaube ich. Und ich möchte auch nicht mit einer Loredana tauschen. So, weißt du kannst dann nirgendwo mehr alleine hingehen, und im Endeffekt solche Leute,
auf langen Zeitraum bist du dann auch einsam und du musst immer gucken, wem kann ich vertrauen, wer ist wirklich mit mir und wer ist nur mit Ja. mir wegen dem Fame. Und das habe ich halt relativ schnell beschlossen, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Habe mir auch am Anfang so ein Kitty-Cat-Image gebaut, wo ich einfach als Künstlerin fast schon anders aussah als ich privat. Ich hatte meinen Pony und meine roten Lippen, meine fetten Goldohrringe Okay, dass du und dann, wenn du dann ungeschminkt aussiehst, dass lange sich keiner Haare. erkennt. Genau, und wenn ich privat war, habe ich meinen Pony weggeklemmt, Brille aufgesetzt, ungeschminkt und mich haben die Leute im Endeffekt gar nicht erkannt. So. Ja. Ich habe sogar einmal an der Supermarktkasse meinte, eine, kann ich ein Autogramm haben? Da sage ich, hä, wie hast du mich erkannt? Dann sagt sie an der Stimme. Das ist krass, weil Redestimme und Rapstimme ist ja noch mal, sind ja nochmal zwei Ja. verschiedene Dinge eigentlich, ne? Hier hat noch jemand gerade einen Chat geschrieben, ich habe Kittys Livestreams immer mega gefeiert, haben mir viele Abende versüßt. Hast du, was für Welche Livestreams? Livestreams? Die von früher, die mit auf Facebook noch oder Ja, welche? muss ja. Der wird dir bestimmt meinen, weil das die einzigen sind, die du gemacht hast. Sind das, meint er die Ich bestimmt. war mal vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren war ich mal sehr aktiv bei Facebook Okay. mit meinem Kumpel. Da haben wir auch, wir haben sehr viel Scheiße gemacht live. Wir haben, glaube ich, mit als erstes den Live-Button entdeckt. Da kam der gerade frisch raus und wir Ja. saßen da und so. Boah, lass mal da drauf drücken. Mann, hättet ihr das auf Twitch gemacht, hätte das auch noch richtig Geld gebracht, ey. Ja, wir hatten 300.000 Aufrufe damals, so Standard für unsere Videos, habe ich nicht mal Werbung geschaltet, also hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Cash gemacht. Aber wer weiß, vielleicht mache ich wieder welche, vielleicht komme ich auf Ja, den vielleicht Flavor. schnappst den Kumpel nochmal. Wenn du Fragen zu Twitch hast, kannst du dich auf jeden Fall Ja. jederzeit melden. So, dann sind wir jetzt chronologisch bei Deine Mama Das Records. ist ein Du Samurai. bringst dein erstes, ist es dann dein erstes eigenes Album gewesen? Oder ein zweites? Das erste Ding, was ich gemacht habe, probemäßig, war mein Mixtape. Das ist eigentlich ein Album. Ich weiß bis heute nicht, warum ich es Mixtape genannt habe, aber ich glaube, ich habe es Mixtape genannt, weil die Quali nicht so hundertprozentig war wie bei meinen Alben davor, weil ich habe mein Mixtape halt selber produziert. Das sind 18 Songs und hatte das dann von einem Praktikanten bei meiner Mix und Master Connection abmischen lassen, auf bisschen lauer, billiger als der Profi genommen hätte. Das war halt Na. alles so ein bisschen so, probieren wir einfach mal. Und dann habe ich das rausgebracht und habe im Endeffekt mehr Geld eingenommen, als ich mit Universal jemals bekommen hatte. Und dann war auch dann klar, okay, jetzt machst du ein Album. Und dann habe ich mein Catitude-Album rausgebracht. Damit war ich auch beim Bundesvision Song Contest. Leider letzter Platz, Wie aber. beim Bundesvision Song Contest. Da, wo der Raab und so mitgemacht hat? Ja, genau. Da hast Von du Stefan Raab. gerappt oder was? Wen hast du Ja, represented? ich hatte so einen melancholischen Song, der war so ein bisschen gerappt, gesungen. Der hieß Hochhaus und der war, glaube ich, ein bisschen zu deep für diese Sendungen. Außerdem waren da fast nur Leute dabei, die große Plattenfirmen hinter sich haben. Und wir wissen ja alle, dass es dann für mich als Independent-Künstler dann Ja. wahrscheinlich ein bisschen mehr nach hinten geht als für die. Aber wie bist du da überhaupt reingerutscht im Bundesvision Song Contest? Hat dich jemand angeschrieben oder was? Ich meine. Nee, ich hatte eine Promoterin und die hat mich da reinbekommen irgendwie. Okay, krass. Ja. Und das heißt, dieses Catitude-Album, in welchem Jahr war das? 2012. Nee, 2012. warte, 2014. Ich komme schon durcheinander. 2000. Oh, ich habe jetzt schon fünf Alben rausgebracht im Endeffekt. Eigentlich hätte ich jetzt bestimmt schon sechs, wenn ich nicht die ganze Zeit einzelne Tracks ballern würde. Aber deswegen, ich komme schon langsam durcheinander. Ja, aber für deine Legacy zum Beispiel hast du ja jetzt, wenn man mal auf Insta guckt und man ist ja heutzutage in unserer Welt ist ja so, was machst du? Rap? Okay, wie heißt du auf Insta? Alles klar, der hat so und so viele Follower. Aber eigentlich müsstest du ja mit deiner Legacy und deiner Qualität, müsstest du ja eigentlich auch theoretisch viel mehr Follower als auf Insta haben. Hast du das so ein bisschen verschlafen oder Ja, ja? verschlafen ist gut. Nee, ich war ja 6 Jahre in Österreich und ich habe halt da im Endeffekt echt auf dem Bauernhof gelebt. Das war zwar ein geiler Bauernhof, Hä? Was ist riesengroß das für und ein harter alles, Cut? aber ja, deswegen, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe eigentlich gesagt, scheiß drauf und ich mache nur noch aus Spaß Musik und
Da war auch so eine Zeit, wo Hip-Hop gerade irgendwie nicht so in war, wo ich auch nicht sicher war, ob das je wieder richtig zurückkommen wird. Es war die Zeit, wo auch Snoop Dogg, Wet und alles ist so hausig geworden, so disco-mäßig der Sound. Und dann irgendwie habe ich auch nicht mehr wirklich so Bock gehabt und bin dann erst wieder so vor 3 Jahren wieder so wirklich zurückgekommen, dass Und ich wieder wie, aktiv Mucke wo, gemacht habe. sorry, aber wo denn in Österreich? In der Steiermark. Also ich hatte 10 Minuten nach Ungarn oder nach Slowenien. Ich war sehr südlich und habe da wirklich im Paradies gewohnt. Aber dadurch, genau zurück zum Thema Instagram, hatte ich halt nicht so viel zum Posten. Diese typische Ghetto-Kitty-Cat, die Ja. konnte ich da einfach nicht visualisieren. Das war mir einfach nicht möglich. Und Instagram habe ich auch irgendwie wahrgenommen als immer tolle Fotos haben und tolle Outfits. Und ich war da auf dem Land. Ich muss mir immer gucken, dass ich im Internet Klamotten bestelle, weil ich bin da gar nicht irgendwie an coole Sachen auch so rangekommen, ne? Krass. Das war halt ein ganz anderer Flavor dort. Und Instagram ist einfach nicht so meins. Bei Facebook habe ich 200.000 Follower, Das ist aber krass. Instagram habe ich 25. Aber deswegen denke ich nicht, dass ich weniger Hype habe. Es ist halt einfach nicht meine Welt, Instagram. Ja, deswegen frage ich ja, dass du ein bisschen Ja. Instagram Verpennt. quasi verpennt. Ja. Aber was ist denn das für ein Move einfach aus Berlin in die Steiermark? Also bist du alleine hin? Was hast du da 6 Jahre lang gemacht? Ich habe mir Nähen beigebracht, Produzieren beigebracht. Was weiß ich? Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe gechillt. 6 Jahre ist krass. Ich habe auch dort mein Mixtape gemacht, auch mein zweites Album. Ja, wie gesagt, mein Mixtape habe ich selber produziert, 18 Songs. Das hat auch eine Zeit dann gedauert, die erstmal alle zu produzieren, die Beats und Texte drauf zu schreiben und alles fertig zu feilen. Ja. Ich habe schon viel auch Musik gemacht, aber ich konnte halt nicht mehr so aktiv sein, einfach wie vorher. Und wie war das da wieder nach Berlin zu kommen? Das ist ein Wurdest du hier mit offenen Samurai. Armen empfangen oder Ja, hast du hier so ein ich bisschen. habe ja nie, ich hab ja nie meine Connections aufgegeben. Ich war ja dauernd auch in Berlin. Ich bin ja immer hin und her geflogen. Es war schon Standard für mich, so dauernd ins Flugzeug zu steigen. Die waren auch nicht teuer, die Flüge. Manchmal 80 € hin und zurück. Also da konntest du wirklich mal nur für ein paar Tage mal wieder kurz herfliegen. Deswegen, so die Berlin-Connection, die habe ich gar nicht verloren oder aufgegeben. Das war nicht schwer für mich. Und dann bist du vor 3 Jahren hierhin und hast dir gedacht, weißt du was, 6 Jahre Österreich war schön und gut, aber jetzt Attacke. Jetzt will ich hier Ich Gas dachte geben. irgendwann einfach so, ich kann da nicht alt werden. Das ist einfach nicht mein Drip. So. Ich dachte immer, was ist, wenn mein Freund abkratzt, dann sitze ich da alleine im Nichts und so, Ja. weil wir waren wirklich im Nichts. Wir hatten so einen Bauernhof im Nichts. Und da dachte ich so, wenn der jemals nicht mehr da ist, dann wieder neu anzufangen. In Berlin, das ist schwieriger als jetzt. Und der hat auch selber mal gesagt, was willst du hier? Du musst dein Ding machen und so. Der hatte Ja. schon gemerkt, dass ich da nicht hundertprozentig glücklich war. Und die Österreicher, die sind auch sehr für sich. Die haben jetzt nicht gesagt, hey, ich habe da ganz schwierig Connections gemacht. Also in 6 Jahren habe ich da keine Freundschaft aufbauen können, weil Ist krass. mit wem und so. Naja. Aber es ist, ich kenne das auch, das ist super wichtig, super geil, auch wenn du einfach einen Partner hast, der einfach das, was du liebst, supportest und dir so den Support und den Rücken frei hält, ne? Ja, Ist einfach auf Gold jeden wert. Fall. Und jetzt bist du seit 3 Jahren wieder hier. Und Genau. wie ist denn jetzt der Status quo? Also ich habe gesehen, du hast jetzt irgendwas auf Englisch sogar rausgehauen. Ja, ich habe jetzt einen Song gemacht, wo ich auf Deutsch und auf Englisch rappe. Einfach, ich habe ja früher nur auf Englisch gerappt, bis ich 21 war. Dann wurde ich nur überredet, mal auf Deutsch zu rappen und dann wurden mir gleich Plattenverträge angeboten. Deswegen bin ich dann bei Deutsch geblieben. Aber ich mag eigentlich auch total Englisch gerne und habe auch in Amerika auch ein paar Fans. Es sind jetzt nicht voll viele, aber ich habe bestimmt immer so 3.000, 4.000 Listeners aus den USA auch. Und Krass. warum nicht dann einfach mal was auch auf Englisch machen? Ja, Weißt voll. du? Ich kann es ja auch, deswegen. Und mich nervt das manchmal, wenn jetzt teilweise immer diese amerikanischen Sätze eingebaut werden bei manchen. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich mach's einfach mal ganz so. Ja.
Ey, ich würde mal sagen, weil du bist ja gerade am Handy, du kannst es wahrscheinlich gar nicht hören, aber ich würde den Leuten einmal kurz den Faded einmal kurz zeigen. Ja, Ist mach das das cool? gerne. Okay. Cool. So, Faded Kitty Cat. So, die Leute sehen dich immer noch, aber hören jetzt diese 2 Minuten 39 den Song einmal kurz, ja? Okay. Und ich höre jetzt nicht. Rapture. Nee, leider nicht. Weil du kannst, du, sonst hättest du den Stream normalerweise laufen, dann würdest du es hören. Aber ja, Geht so, nicht, leider. sonst könnte ich den jetzt nachrappen ins Mikro rein, dass du ein bisschen was hörst, aber das ist auch, glaube ich. Obwohl, ich kann über die Boxen laufen lassen. Doch, ich lasse ihn einfach über die Boxen laufen. Machen wir so. Hörst du ein bisschen was? Ich steh Daddy und die Chain steht für Cash. Körper voller Tats, er sagt Baby Girl relax. Bitches wollen das Minimum, I take it to the max. Ich bin crazy, ho. 80s Baby, no maybe so. Baby Boy, gibst dieser Lady, sind Fade ständig am Blazen, yo. Hey, Hacke, ich hau auf die Kacke. Die kann scheißegal sein, ich will mich mein Ding mache. Weil ich wie niemals seid, schickt, aber mein Leben ist icy. Ich hab all das, was du hier siehst, nur geschafft wegen einem Mike G. Ich rocke die Party, ich mache Jungs horny. Und wenn ich morgens aufwache, sag mir nur mein Mike, good morning. Angst hat. Das hast du einfach selber auch produziert, oder was? Nee. Nein, das hat DJ Rapture produziert. Okay. Das ist ein DJ, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, der auch viel mit Amis zusammenarbeitet, mit YG und so weiter. Und der hat halt diesen typischen Ami-Flavor. Und ich mag Ja, halt so genau das hört sich solche auch Lieder. einfach an, das hört sich so rund an. Ey, die Stimme ist wirklich ekelhaft geil, ne? Also, es ist eine kranke Danke. Rap-Stimme. Ja, was soll man sagen, ey? Hier im Chat haben Ich die auch auch gerade hier gerne. Dingsbums hier. Krass, wie viel hinter den Kunstfiguren steckt, bekommt man gar nicht mit. Fresh, sexy Stimme. Vermisst die Kitty von den Agro-Ansagen. Kitty einfach Ja. beste Rap-Stimme, immer on point. Track ballert. Stimme ist einfach Kult. So. Dankeschön. Vielen Ja. Dank, Leute. Ja, Das. ich bin, wie gesagt, schon lange dabei und ich danke auch dem lieben Gott, dass ich irgendwie noch nicht mich wie 38 fühle, weißt du, dass ich Ja. irgendwie immer noch eine coole Olle bin und werde auch, glaube ich, noch sehr lange Musik machen. Ich glaube, so schnell kriegt man mich einfach nicht weg. Ja. Es gibt auch so viele Möglichkeiten, wie man heutzutage immer noch Mucke machen kann. Und man merkt ja, ich bin jetzt nicht so Videogeil und nicht dauernd Fotos und dauernd, hey, guck mal, wie toll ich aussehe. Darum geht's gar nicht. Mir geht's um Musik und ich hoffe, dass ich Na. alle 2 Wochen schaffe, einen Song zu droppen.
und meine Leute mit Musik versorge. Ja, geil. Ehrenwerte Ansätze, nur wenn man halt im Hinterkopf hat, wie das Ganze, wie die ganze Maschinerie funktioniert, ist halt so, boah, fast schon so ein bisschen zum Kotzen, dass man sich denkt, dass man selber, also man hat ja selber auch den Gedanken so, was, eine Frau rappt, wie sieht die aus? Hä? Wie, was ist da falsch im Kopf? Ja, So. nee, weil es einfach so, die Leute, die haben ja Shirin David und die Loredana und es sind ja bildhübsche Ja. Mädels, und die, wenn die was zum Anschauen brauchen, dann sollen sie sich denen ihre Videos angucken. Naja. Und wenn sie keinen Rap von einer Frau hören wollen, dann. Ach, gerade bei der Ansage bist du raus. Bist du noch da? Bist du noch da? Ja. Weißt du, man sieht dich nicht. Doch, da bist du Ja, wieder. Gerade bei mitten bei der Ansage bist du kurz raus gewesen. Musst du noch mal kurz ja. wiederholen. Ja, ich meinte, wenn die Leute was Hübsches zum Ansehen wollen, dann sollen sie gerne Shirin und Loredana und so weiter gucken. Wenn sie real Rap von einer Frau hören wollen, dann sollen sie Kitty Cat einschalten. Nice, nice. Ey, was würdest du sagen, welche Female MCs in Deutschland können richtig krass rappen? Was sagst du zum Beispiel? Zum Beispiel, mir fällt zum Beispiel jetzt Unique ein. Ich finde Unique richtig krank. Also ich beschäftige mich ehrlich gesagt nicht mit den anderen Mädels so sehr, nicht jetzt, weil ich hate oder so, sondern weil ich so sehr mit mir selber beschäftigt bin, dass ich mir das jetzt nicht so reinziehe. Ich habe letztens eine gehört, die nennt sich, glaube ich, DP oder so. Okay. Hat mir meine Freundin Lady Scar gezeigt. Die fand ich krass. Shoutout an dich, wer auch immer du bist. Ich werde dich auf jeden Fall noch mehr auschecken, wenn ich mehr Zeit habe, aber. DP. Ansonsten fällt mir jetzt nichts gerade so ein, aber Props an alle auf jeden Fall. Macht Ja. euer Ding. Ja, nice, ey. Junge, Junge. Ja. Bad Moms J, hast du die? Juju? Das kriegst du alles nicht mit, oder was? Bist du echt so im. Hast du Doch, so. klar kriege ich die mit, aber ich zum Beispiel, ich bin so cool mit Juju, aber ich schaue jetzt nicht oder höre jetzt nicht ihre ganzen Sachen an, weißt du? Und Ja. bei mir ist auch so. Ich bin jemand, ich möchte mich, das habe ich auch früher schon gemacht. Ich möchte nicht, nehmen wir jetzt an, Juju macht jetzt einen Song über rote Socken und ich würde aber auch voll gerne einen Song über rote Socken machen. Und dann gucke ich auf ihr Album und sehe, oh, die hat jetzt schon einen Song über rote Socken gemacht. Dann Ja. würde mich das einschränken, weißt Voll. du? Und Auf wenn jeden ich Fall. mir das Zeug von den anderen gar nicht reinziehe, dann merke ich mir keine komischen Reime unterbewusst Wörter, dann habe ich halt hundertprozentig meinen eigenen Okay, crazy. Flavor. Ja, Das das ist auf jeden Fall auch eine ist halt mein Herangehensweise. Kopf und da lasse ich halt nichts rein, außer das, was ich privat wirklich höre. Ja. Das hört sich komisch an, aber ist halt Nee, so. macht aber Sinn. Ich meine, ich könnte es nicht, weil ich bin so jemand, denke mir so, ich hab dann keine Ahnung, ob es jetzt bei Comedy oder bei Battle Rap ist oder bei Rap oder so, denke ich mir, ich habe eine Idee und dann höre ich über jemand anders, denke ich mir so, fuck, okay, gut, here we go, kann ich nicht benutzen. Weil ich will Ja, auch. aber das ist halt falsch, weißt du? Also in Ja. meiner Welt, ich finde, so, man sollte das machen. So, und wenn du einen Song auch dann eben über rote Socken machst, dann ist es deine eigene Interpretation und nicht, weißt du, deswegen man so, darf sich nicht dazu sehr beeinflussen lassen. Ich bin mit denen allen auch irgendwie cool und würde auch jederzeit die irgendwie supporten oder ein Feature machen, aber ich sag einfach nur, dass ich halt nicht jetzt denen ihre Alben durchhöre oder so. Ja. Ja. Gibt's denn jemanden, der dir voll auf den Senkel geht? Oder auch nicht? Bist du komplett Scheuklappen auf, bis hierhin und nicht weiter, dein eigener Film, deine eigenen Künstler? Nee, ich bin auch so, ich scroll auch nicht bei Instagram rum und guck, was andere Leute machen. Ich bin voll in meiner eigenen Welt und guck bei Instagram meist auch nur, ob mir irgendjemand geschrieben hat und was da los ist, aber ich Ja. schaue jetzt nicht auf die Home-Seite und gucke, was bei den anderen los ist. Ich gucke nicht mal Stories von anderen, also was das angeht, Okay. bin ich wirklich so War es voll denn so. schon immer so? Weil es ja voll professionell ist. Also ich finde es bewundernswert und Ja, straight ich so. War war es schon immer wirklich schon so? immer so. Ja. Ich habe auch schon zu Agge Berlin Zeiten, da wollte ich immer gar nichts anderes hören. Ich habe meine Ami-Mucke gehört und die paar deutschen Sachen, die draußen waren. Ich habe mir nicht mal, glaube ich, Vitals Album angehört oder Flairs Album. Ernsthaft. Aber Fanpost 2 hast du gehört. Da warst du zu Agro-Zeiten, hast du gerade gesagt. Das musst du gehört haben. Leider. Ja. Ja. Ist Da das. war ja viel los damals. Wie bitte? Da war ja einiges los damals, sage ich. Ja, ich habe das. Ich weiß gar nicht, ein Freund hat mir den Song gezeigt
Und ich fand den halt jetzt nichts, ich kannte dich da, glaube ich, noch gar nicht. Ich fand den Song halt einfach, ich finde das ein richtig krasser Diss-Track. Da sind super viele Lines drin, die man immer noch heute kennt. Ich finde den Song richtig krass. Ja. Aber warst du denn damals schon mit deinen Das ist ein Scheuklappen auch schon so Samurai. ausgebildet, dass du dann sowas auch ausblenden konntest? Oder hast du geantwortet? Habt ihr geantwortet? Wie war das? Nee, wir waren damals irgendwie alle im Studio und hatten eine Ansage, was waren das? Ansage 8? Nee, Ansage 6 haben wir aufgenommen, die nie rausgekommen ist. Da haben wir 3 Wochen im Studio verbracht und irgendwann kam Flair und meinte, ja, Kollege und Favorite und bla 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 haben uns gedisst und ich wusste gar nicht, wer die sind. So, die waren Ja. ja voll neu damals und Ja. dann hieß es halt, ja, wir machen jetzt einen Diss-Song und Cat, bist du dabei? Und ich so, yo, Gang, Gang, klar. Ja. So. Und dann habe ich habe einfach nur einen Verse gekickt. Ich wusste nicht, wer die Jungs sind. Ich habe nicht mal gewusst, wie die aussehen. Ich habe einfach nur irgendwas gerappt, Ja. sozusagen. Schade, man hätte sich einmal kurz damit beschäftigt, hättest du dir auf jeden Fall gut austeilen können. Ja, aber das war ja auch so spontan, weißt du, ich bin ins Studio reingekommen und es hieß, komm, wir machen jetzt einen Track und dann boom. Dann war jetzt nicht so mit Ewigkeiten Auseinandersetzung. Außerdem damals waren die noch unbekannt. Ich glaube, wir hätten gar nicht wirklich viel Informationen jetzt großartig rauskriegen können Ja. über die. Ja, Ja. umso krasser dann zu sehen, was aus den oder aus dem dann doch noch geworden ist. Ne? Und jetzt ist er voll Ja. ärgerlich, weil die haben damals gesagt, Kitty, mach mal hier schnell spontan ein paar Verses und du so rotzt da irgendwas hin, was halbwegs vernünftig ist. Und jetzt gibt es ja voll viele Idioten, die dann heutzutage kommen, das Kitty Cat, das doch hier Kanisterkorb, Frau. Genau. So, ne? Ja, scheiße. Ja, das ist nicht schlimm, weißt du, das ist alles schon so lange her. Wir sind alle mittlerweile erwachsen und wir haben alle keine Probleme miteinander. So, deswegen alles gut. Ich glaube so, mich kriegt hier auch keiner mehr weg. Dafür bin ich auch zu lange jetzt am Start. Nice, ey. Hier fragt gerade jemand, wie kam der Kontakt zu Shindy für Affalterbach? Was war denn da los? Hast du da mit? Da sollte sich jemand noch mal genau mit dem Affalterbach auseinandersetzen. Okay. Ich verstehe Also, die Frage nicht. ja. Sehr gut. El Mete, keine Ahnung, was ist das? Eine Ente oder was? Was machst du? Was für Was? Affalterbach? Nee, ich frag den im Chat. Der soll mal Nein, ein. ich frage nur doof, weil es ist doch im Endeffekt Shirin David auf dem Track gewesen. Deswegen frage ich mich gerade, warum er jetzt Aber die denkt, mussten dass die ja ich. rausnehmen, ne? Ja, die mussten die rausnehmen. Ach, hast du die dann nachgesprochen oder was? Okay. Okay. Also ich hab Shindy das eingerappt, nachdem Shirin da gesagt hat, sie möchte das nicht machen. Ach, Habe ich gesagt, krass. wenn das jemand macht, dann mache ich's. Aber er hat dann auf der Albumversion irgendeine andere Olle genommen. Ich meinte auch ziemlich, ich will kein Geld haben, aber ich will, dass da halt mein Name steht. Ja. Weil wenn eh alle schon denken, dass ich das bin, dann mach's doch dann auch Ja, mit voll. mir, weißt du? Und dann kam irgendwie nichts mehr, keine Ahnung warum. Und wie kam der Kontakt generell zustande? Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe dem Produzenten geschrieben oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen am Anfang ein bisschen Faxen gemacht, weil es sich so nach mir angehört hat. Und dann dachte ich so, was habt ihr denn da jetzt so? Das war ja der erste Ding von. Nee, erst kam Gib ihm von Shirin und dann kam dieses Ding raus. Und dann Ich dachte ich glaube, erst, ja, die ich glaube. fängt jetzt an, mich nachzuäffen und dann, damit wäre ich nicht cool gewesen, weil du kannst nicht meinen Style einfach dir Krass, ich habe klauen, das sondern gar nicht nicht auf dem noch Schirm. andere. Stimmt, ey, das ist einfach dein. Ja. Das ist schon mein Style, das ist genau meine Tonlage und das Ja. ist alles Oh genau wie bei mein Spitfire Gott. aufgebaut. Ja, stimmt, das bist einfach du. Und da Krass. habe ich dann halt natürlich schon ein bisschen rumgemeckert, weil ich gesagt habe, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht zu Paul Nizza gehen, zu meinem alten Produzenten und ihr könnt, weißt du, dann dachte ich so, dann kam ich mir für kurze Zeit mal kurz so vor, als wenn die versuchen, mich nachzubauen oder sowas. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, dass Shirin voll ihr eigenes Ding macht und dass sich gar nicht anhört wie Kitty Cat, was dann kam. Deswegen alles gut. Ja, alles gut, du bist auf Friedenskurs. Hier fragt noch jemand, wie
kannst du Kitty Cat fragen, wie das mit der Monetarisierung ihrer Agro-Hits aussieht, zum Beispiel Strip für mich. Gab es GEMA für die Songs? Eigentlich gehört Kitty Cat an Ja, die na Spitze. klar. Das ist alles dadurch, dass ich ja selber meine Texte schreibe, habe ich bis ich mein, also bis an mein Lebensende werde ich GEMA-Einnahmen haben, auch wenn ich morgen aufhöre zu rappen. Ich habe alles selber geschrieben und wie gesagt, da werde ich noch lange von Einnahmen bekommen. Ein Strip für mich cooles wird ja Gefühl, immer oder? so viel gepumpt. Ja, das ist ja auch das, wo man darauf hinausarbeitet als Künstler. Weißt du, dass du dir immer mehr Songs ansammelst? Ich weiß gar nicht, wie viele Songs ich schon bei der GEMA gelistet habe. Bestimmt 300 oder mehr. Ich weiß es gar nicht. Also deswegen, das ist halt der Sinn der Sache, dass man sammelt, sammelt, sammelt. Ja, wie ist denn das mit bei der Andere GEMA? sammeln Ist das dann so? Briefmarken, ich sammle Songs. Sehr gut. Eine ist Geld ausgeben, das andere ist Geld einnehmen. Wie ist denn das mit der GEMA überhaupt? Weil ich habe damit gar nichts zu tun. Ist dann so, am 1. des Monats kommt dann GEMA-Geld oder was? Oder quartalsmäßig oder Nein, einmal? nein. Du hast einen Verlag und der gibt dir einen Vorschuss und der schnappt sich so lange deine GEMA-Kohle, bis der Vorschuss wieder drin ist. Ach, das ist dieses Recoupen? Ah, okay. Gut. Genau. Hier ist noch eine Frage. Ich würde sagen, hast du noch ein paar Minütchen? Ja, ein paar Minütchen habe ich noch. Okay, jawohl. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein paar Fragen. Also Ja. wenn ihr coole Fragen habt, schreibt die in den Chat. Ich stelle die dann. Hier fragt jemand, vor ein paar Jahren ging das Gerücht einer Agro-Reunion um. Von einigen Künstlern, zum Beispiel Flair, wurde auch dann gestreut, dass es auch noch an der Gage läge. Was ist daraus geworden? Hallo, ist dein Kann Ton ich nichts aus? zu sagen. Ja, soll es eine Da Reunion kann ich geben oder leider nicht? nichts dazu sagen. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Sorry, Leute. Boah, bist du ekelhaft professionell, ey. Meine Güte. Meine Güte. Hier wird keiner gedisst, hier wird keiner gelobt, da kann ich nichts zu sagen. Nein, ich kann dazu nichts sagen. Ja. Hier fragt jemand, findest du es auch schade, was mit Favorite passiert ist in den letzten Jahren? Was ist denn mit Favorite passiert in den letzten Ich Jahren? weiß auch nicht. Ich habe jetzt im Kopf so irgendwas Absturzmäßiges oder dass der nicht mehr. Macht der überhaupt noch Musik oder wenn dann nicht mehr. Dass der nicht mehr so auf dem Schirm ist Ich von den habe Leuten? das Gefühl, also ich habe manchmal auch ein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Verse auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass Favorite seine Karriere wahrscheinlich den Bach runtergegangen ist und obwohl wir Wie? uns Warte mal ganz vor kurz, warte mal laufender ganz Kamera umarmt haben und uns gegenseitig entschuldigt haben beim Promi-Dinner, Was beim haben die Promi-Dinner? Leute, glaube ich, ja, die Leute haben das, glaube ich, nicht wirklich gesehen oder mitbekommen, irgendwie, dass wir eigentlich schon relativ schnell nach der ganzen Sache da wieder gut miteinander waren. Aber welchen Und Verse meinst du? naja, mein Verse auf dem Diss-Song, der fängt ja an, Gabe, du hast dich gerade selbst gepickt. den muss ich auf jeden Baby, Fall. ist da sowas los? Du bist Fan, kannst du haben, Lord Gay. Dich und deine Keks, auch ich und ein Jay. Den muss ich jetzt suchen, ey. Kollege Fanpost, war das von denen? Wie ist eurer? Agro Berlin versus Selfmade Records. Das ist der bestimmt, oder? Ich frage mich, bei uns war auch irgendwas mit Fanpost oder ach, Ich hieß mach mal kurz. Ich mach mal das hier kurz an. irgendwas? Das ist schon her, du. Ich habe gar So, keine I'm just gonna pick Ahnung. one of these pre. Ich mach das mal kurz an. Oh, meine Freunde. Ey, wenn man bei uns in Berlin so reden würde. Ey, die hätten mich schon im Kindergarten abgestochen. Joe Gav Bizarre. Gib ihm! Früher wart ihr Fans. Ist das der? Ja, Kindergarten-Fan, ja. Das ist der erste? Okay. Wo du auch einen Verse drauf hast? Ja. Okay. Ist der Song lang oder weißt du, wann dein Verse kommt? Ich glaube, als erstes. Heute seid ihr Gangster, früher war das Tracks, heute Werbung für den Sampler. Battle dies, battle das, schämt euch, ihr Kinder. Früher wart ihr nett, heute seid ihr unverhindert. Früher wart ihr Fans, heute seid ihr Gangster. Früher war das Tracks, heute Werbung für den Sampler. Battle dies, battle das, schämt euch, ihr Kinder. Früher wart ihr nett, heute seid ihr unverhindert. Gabriel, Gabriel, man hat sich krass selbst gefickt. Baby, fresse, was los, du brauchst Fame, kannst du haben, Leute.
auch ich in einem Regen. Boss der Bosse, du bist doch nicht Gott. Pass auf, dass ich nicht komm und dich von deinem Traktor boxe. Du kleine Fotze, bist kein Beat mit Cap. Du bist kein Siemann für Beat, bist du viel zu nett. Du bist 1,60 Meter, schwach, dünn und hässlich. Mach sein auf Mitleiser mit einer Mitweit. Doch wenn du mich disst, kannst du nicht cool sein. Wenn das hier ist Muschi, dann ja, kannst du nur schwul sein. Ob Brille, ob Lupe, ja. Sieht man nicht, du verdammt neuen Mut. Mann, egal was du tust. Okay. Ja, das war auf jeden Fall hart irgendwie. Und ich habe mich auch im Nachhinein ein bisschen dafür geschämt, weil das war einfach so fies und gemein und ich wusste gar nicht, wer er ist und so. Aber ich dachte halt, wie, uns disst jemand und mich disst jemand. Und das war für mich so, wer auch immer mich disst, den vernichte ich. So. Ich werde mir auf jeden Fall nach diesem Stream noch ein paar Sachen von dir reinziehen, weil es ist ja... Man vergisst so schnell, das hört sich wirklich so, das ist wirklich krass, ey. Das ist Power hinter. Ich meine die Qualität von den Raps. Ja. Geil, ey. Lass mich mal kurz gucken. Favorite abgestürzt. So, hier fragt jemand, ob du Battle Rap schaust. Ich habe früher viel amerikanisches Battle Rap mir reingezogen. Okay. Aber so deutsch nicht wirklich. Meinst du so die Smack-DVDs oder was meinst du? Ja, sowas. Auch früher so, ich war halt auch voll Cassidy-Fan. Ich fand das immer krass, wie der auch gerappt hat und wie er Zeile für Zeile, jede Zeile war so ein Bild und ich habe halt das einfach komplett auseinandergenommen. Ich fand auch immer so krass bei den amerikanischen Battles, dass sie dann immer das Ende schon mitgerappt haben von dem anderen, so nach dem Motto, das ist so einfach, ich rapp dein Ende jedes Mal mit. Voll. Weil jedes Kind würde auf den Reim kommen. Und lauter solche Sachen, ich fand das einfach krass, wie die da geballert haben für Raps. Der hat ja sogar jetzt noch ein Comeback gestartet nach ganz, ganz vielen Jahren. Ist aber leider, Battle Rap hat sich so weiterentwickelt, dass der jetzt da mit seinem Style ein bisschen gegen die Wand läuft. Ja. Ist aber halt schwer, bei den Jahren nochmal in den Start zu kommen. Ich krieg's ja selber mit, ist auch nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht darauf aus, jetzt voll die Fame-Welle nochmal zu bekommen. Aber ich bin halt am Start für die Bock auf meine Mucke haben. Ja, checkt auf jeden Fall Kitty Cats Sachen ab bei Spotify. Checkt Kitty Cat bei Insta ab, obwohl sie keinen Bock drauf hat. Folgt mir bei Insta, bei Spotify und bei YouTube. Genau. Supportet die Miete. Genau, supported die Mieze. Hier schreibt einer, ich habe keine Frage, aber ich möchte dir Props geben. Krasse Künstlerin. Dankeschön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ey, dann würde ich sagen, meine Liebe, bedanke ich mich vielmals für deine Zeit. Ich auch, dankeschön. Und ich schreibe dir später nochmal oder morgen, bedanke mich nochmal ausführlich, aber jetzt erstmal danke, dass du am Start warst. Ich weiß, die Bedingungen gerade sind nicht so toll hier mitten im Umzug und so, aber geil, dass du dir für uns auf jeden Fall die Zeit genommen hast. Alles gut, ich wollte mein Wort halten und dir mit deiner Show oder dich mit deiner Show auch supporten. Und wir quatschen dann und habt alle einen schönen Abend und vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Nice, danke dir vielmals. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Peace. Ach ja. Nett, ne? Das ist eine ganz nette. Ja, richtig sympathisch. Danke, dass du da warst. Ja, war richtig cool. Maximal professionell. Ne? Kennst du, wenn ich immer, ich will da immer so, Favorite gucken wir gleich auf jeden Fall. Ich gehe mir einmal kurz was zu trinken holen oder einen Tee machen. Und dann, dann machen wir das kurz. Ich denke... Ihr wisst, was jetzt kommt. Bis gleich, meine Lieben. Weg, du Kartoffelkopf. Oh, Sammy,
Sag mir, was soll ich tun? Was soll ich tun? Du geiles Mädchen mit dem Nackentattoo. Ich schwöre, was los? Oh Sandy, sag mir, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich liebe dich, doch ich bin dir nicht Kanacke genug. Denn Sandy steht nur auf Ausländerjungs mit Bomberjacke und